Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die wirtschaftliche Lage der Staatsbahn war Anfang der 90er Jahre dramatisch. Wir müssen uns mal daran erinnern, wo wir herkommen. Der Verkehrsträger Schiene drohte, seine intermodale Konkurrenzfähigkeit vollständig zu verlieren. Wir haben steigende Haushaltsbelastungen gehabt durch ungeplante Milliardenverluste, die jährlich vom Bundeshaushalt aufgefangen werden mussten. Und deswegen ist die im Dezember 1993 vom Bundestag beschlossene Bahnreform dringend notwendig gewesen als eine wichtige Weichenstellung für die Bahnpolitik, aber natürlich auch, weil wir die Integration der Reichsbahn schaffen mussten. Ich will daran erinnern, dass wir dann eben ab 1994 die Deutsche Bahn AG als ein Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form, aber im Eigentum des Bundes, geführt haben. Und ebenso wichtig war uns damals die Öffnung des deutschen Schienennetzes für nichtstaatliche Bahnunternehmen. Das Ziel lautete, mehr Wettbewerb schafft mehr qualitativ hochwertige und bezahlbare Angebote. Nicht bundeseigene Schienenunternehmen haben sich in den Jahren deutliche Marktanteile erobert. Wenn ich an die Sparten Nahverkehr und Güterverkehr denke, ist der private Anteil bei den Bahnunternehmen gestiegen, an Trassenkilometern oder aus Trassenkilometern errechnet von 99,2% auf mittlerweile im Jahr 2014 25%. Die staatliche Aufgabe besteht darin, die Investitionen der bundeseigenen Schieneninfrastruktur zu tragen und Neuausbau und Erneuerung zu finanzieren. Für die Ersatzinvestition Neu- und Ausbau haben wir im Haushalt 2016 rund 4,7 Milliarden Euro. Durch zusätzliche Mittel für Verkehrsinvestitionen steigen diese Investitionsmittel für die Schiene bis 2018 schrittweise auf rund 5,6 Milliarden Euro an. Und insgesamt wird der Bund für Ersatzinvestitionen und Instandhaltung über die Luft II von 15 bis 19 28 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dann muss darauf hingewiesen werden, dass seit der Übertragung des Schienenpersonennahverkehrs ab 1996 auf die Bundesländer der Bund mit Regionalisierungsmitteln, mittlerweile 8,2 Milliarden, den Ländern eine nachhaltige finanzielle Unterstützung gibt. Und sie werden insgesamt bis 2031 mehr als 150 Milliarden Euro aus dem Steueraufkommen des Bundes für diesen Zweck erhalten. Die Bahnreform hat die Grundlage geschaffen, dass der Schienenverkehr in Deutschland nach Jahren des Niedergangs einen neuen Aufschwung erlebt hat. Und wir können eine positive Entwicklung sowohl im Güter- als auch im Personenfern- und Nahverkehr bilanzieren. Seit der Bahnreform hat der Verkehr auf der Schiene in Deutschland beim Personenverkehr deutlich zugenommen. 1994 65,2 Milliarden Personenkilometer, 2015 über 91 Milliarden Personenkilometer, ein Plus von knapp 40%. Und beim Güterverkehr von 70,6 Milliarden Tonnenkilometer auf über 116 Milliarden Tonnenkilometer, ein Plus von knapp 65%. Das sind doch wohl eindeutige Erfolgszahlen, die niemand ignorieren kann. Und darüber hinaus die Bahn erwirtschaftet. Die Deutsche Bahn AG erwirtschaftete 2013 um 5,2 Milliarden Euro höheres operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also vom EBIT, als 1994. Und seit 2009 zahlt dieses Unternehmen dem Eigentümer Bund eine Dividende, bisher insgesamt 1,75 Milliarden Euro. Allein in Deutschland wurden 2012 von der DB AG 2,9 Milliarden Euro aus Eigenmitteln investiert, 11.000 Mitarbeiter neu eingestellt, rund 2.400 Auszubildende übernommen. Der Bund hat als Eigentümer gegenüber der DB AG eine besondere Verpflichtung und das, was schon dargestellt wurde, der Haushaltsausschuss mit der Eigenkapitalerhöhung und einem befristeten Verzicht auf Dividende, hat diese Verantwortung des Bundes für sein Unternehmen ganz deutlich dokumentiert. Wenn die Grünen in ihrem Antrag ausführen, dass der Anteil des Schienenverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen stagniert und der Schienengüterverkehr rückläufig sei,
dann sind das im Grunde genommen falsche Behauptungen, die durch nichts bewiesen werden. Und natürlich ist es dem Bund ein besonderes Anliegen, dass sein Unternehmen eine positive Bilanz erzeugt und einen starken Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen auf der Schiene hat. Und deswegen sage ich einmal, wer hier ein Fernverkehrssicherungsgesetz oder eine Gewährleistung des Schienenpersonenfernverkehrs einfordert, der behauptet, dass über die 8,2 Milliarden, die wir für den Nahverkehr ausgeben, hinaus ein weiteres mehrfaches Milliardenbetrag, wahrscheinlich noch höher als die 8,2, auf den Bundeshaushalt zukommen würden. Und das kann man eigentlich nur fordern, wenn man hofft, Herr Kollege Kastel, von der Regierungsverantwortung noch möglichst lange befreit zu bleiben. Sonst würde man sowas nicht behaupten. Und im Übrigen, als Sie in Regierungsverantwortung waren, haben Sie zur Gewährleistung des Schienenpersonenfernverkehrs angeboten, das Grundgesetz so interpretiert. Es geht nicht um das Angebot, sondern nur darum, dass der Bund eine Infrastruktur verhalten muss, auf der ein eigenwirtschaftlicher Personenfernverkehr sich vollziehen kann. Das war Ihre Position. Und warum schreiben Sie jetzt das Gegenteil dessen auf, was Sie in langen Jahren der Regierungsverantwortung hier im Deutschen Bundestag vertreten haben? Ich kann nur sagen, ich freue mich über das neue Fernverkehrskonzept. Damit wird auch der Fehler von Medorn repariert, der aus eigenwirtschaftlich in der Region, den er zerstört hat, in einen bezuschussten Nahverkehr kommen wollte. Und das wird jetzt endlich beseitigt. Also das Fazit unserer Debatte muss lauten: Bahnreform war richtig, notwendig und erfolgreich. Aber es besteht noch Handlungsbedarf zu optimieren und ihn weiterzuentwickeln. Und ich glaube, daran sollten wir auch gemeinsam arbeiten. Der Kollege Barthol hat das ja auch für unsere Koalition ebenso erklärt. Der Kollege Matthias Gastel spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen.